neue Folge von Mist Survival. Hatte ich gerade einen Blackscreen? Ganz kurz? Ja, anscheinend. Naja, das würde schon passen. Wir haben uns gestern gegen eine Horde Zombies verteidigt. Hier liegt noch eine Kartoffel. Und wir wollen heute zu unserem alten Auto. Liegt hier noch irgendwas? Noch eine Kartoffel. Hat die meine Frau getötet? Kann sein. Okay, hier liegt eine Menge Müll rum. Ich wahrscheinlich nicht beseitigen kann. Ich habe eine Feuertonne. Und Zahnrad liegt hier. Waren das jetzt zwei? Das waren jetzt zwei aufeinander. Nice. Da können wir direkt alles verbessern. Aber first. Erstmal die 10 Rädchen irgendwo reinpacken. Wie spät haben wir es jetzt? 19 Uhr. Nicht gerade der perfekte Zeitpunkt, um unser Auto zu holen. Deswegen legen wir uns mal fix schlafen. Wir müssen schlafen. 5 Stunden bis 0. 11 Stunden. Tschüss Hunger. Tschüss Durst. Tschüss Leben. Oh mein Gott, ich bin am Verdursten und Verhungern. Ich wär fast im Schlaf gestorben. Schick siehst du deine Ecke aus. Gott. Okay, man verliert ziemlich viel Leben, wenn man am Verhungern und Verdursten ist. Stimmt, meine Wasserflasche habe ich, glaube ich, verloren, ne? Ja, die liegt bei den Typen. Was soll's. Habe ich erstmal Katzenhaar im Mund. Bäh. Mr. Flauschig. Wie kannst du es wagen, in meinem Mund rumzuspielen? So. Damit wären wir auch satt. Und können somit auch losgehen. Wir holen uns mal unsere Axt raus. Ich guck mal, mein Inventar sollte schon so ziemlich leer sein, ne? Würde ich glatt mal behaupten. Deswegen nehmen wir mal einen Schrank, wo... Okay. Da ist noch was drin, ne? Wo nichts drin ist. Und packen da das Bärzeug rein. Auch wenn es kurz am Vergammeln ist. Da muss ich halt noch irgendwas bauen für, aber... Ja, wir fangen jetzt quasi von vorne an. Was ein bisschen blöd ist, wobei wir jetzt sowieso zurückgehen und ein paar Sachen holen. Die kann ich ja eigentlich auch liegen lassen, ne? Solange das Mädel die sie nicht klaut, ist alles gut. Und nun holen wir unser Auto. Wenn ich es denn wiederfinde. Ich hoffe doch. Wäre geil gewesen, wenn die irgendwie so eine Markierung hätten oder so. Das war doch hier hinten irgendwo eine Straße, ne? So, hier ist die Straße. Sieht nicht aus wie eine Straße. Sieht eher aus wie ein See vor unserer Tür, was natürlich auch nice ist. Nein, das gucken wir uns alles später an. Vor allem sind da Zombies drin. Das schauen wir uns alles später an. Ich glaube, da müssen wir in die Richtung, um zur Straße zu kommen, ne? Oh, meine Wunden sind noch fast weg. Finde ich gut. So sollte es sein. Jetzt finde ich nicht mal die Straße wieder. Und dann kommen Zombies und töten mich. Nee, hier ist das Haus. Okay. Ich glaube, wir waren kurz vor der Straße verreckt, ne? Wenn wir jetzt nach links gehen, ist da noch Stau, ne? Und nach dem Stau und dem Bunker, den wir gesehen haben, den wir nicht öffnen können, ist unser Auto. Ist das unser Auto? Nee. Bin hier gegen einen Baum gefahren. Der sieht auch nicht wirklich fahrtüchtig aus da hinten. Nee, da hinten ist erstmal Stau gewesen. Und da müssen wir hin. Leck mich, Spiel. Ganz ehrlich. Plötzlich ist da was drin. Ich wette, genau dieses eine Auto habe ich nicht kontrolliert. Und dann guckt man einmal in irgendein random Auto, weißt du, und dann ist da der Loot drin, den man gesucht hat. Das nennt man Murphys Gesetz, Freunde. Murphys Gesetz. Und ich glaube, das Haus für den Raider ist da hinten gewesen, ne? Sicherheitshalber. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens Ersatz, falls wir nochmal gegen den Baum fahren. Können wir es direkt dann wieder reparieren. Ersatzteile im Auto zu haben, ist anscheinend sehr, sehr wichtig. Haben wir hier noch Zahnräder oder so? Eine Flasche... Nur eine Flasche. Warum sind hier so viele Flaschen unterwegs? Oh! Hallo? Mein Handy ist im Weg. Ich glaube, meine Maus nicht ganz nach rechts.
Na gut, nehmen wir einfach mal mit, kann ja nicht schaden. Zur Not lassen wir die Stöcke halt fallen. So, und direkt hier hinter muss irgendwo mein Auto sein. Und dann fahren wir kurz nach Hause und holen da unsere Zeug. Aber wie die Hälfte liegen lassen, ne? Ja, was soll's? Wir nehmen einfach alles mit, was geht. Können wir später aussortieren. So, mein Auto. Ich kann mich erinnern, dass wir hier drauf zugelaufen sind. Wir sind also noch ein Stück weiter hinten. Stimmt, ich konnte ja gar nicht mehr so viele Sachen mitnehmen, ne? Das war das Problem. Ich wünschte, ich könnte so einen Koffer in mein Auto reintun. Das hätte wenigstens was. Werde ich es wiederfinden? Bin ich an den Autos vorbeigegangen? Super, es wird neblig. Geil. Wir werden sterben mit unseren Ersatzteilen. Ist das nicht toll? Ich finde auch. Jetzt bin ich hier irgendwo gegengefahren, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir so hochgefahren sind. Oder waren wir da irgendwo? Ey, ich weiß es nicht. Scheiße, ich finde mein Auto nicht wieder. Jetzt wird es auch noch neblig. Waren wir hier? Waren wir auch hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Nee, hier waren wir nicht. Bin schon zu weit. Glaube ich. Ja, da liegt eine Batterie und alles. Wir sind schon zu weit. Hä? Aber geil, hier ist ein riesiger See. Hinten geht's zu den Bergen. Okay, wir müssen das Auto wiederfinden. Ich weiß, wir sind da hinten hoch zum Haus gefahren. Da muss es ja da irgendwo sein, ne? Scheiße, es beginnt. Ich habe kein Leben. Oh mein Gott. Ist auch im Arsch. Habe ich nicht irgendwie Schokoriegel? Ah, super. Hat meine Ausdauer wiederhergestellt. Müssen wir uns durchkämpfen. Scheiße. Es muss hier irgendwo sein. Da ist es, da ist es. Okay, wir haben es geschafft. Alter. Hui. Okay, fahren wir hier mal durch. Versuchen nirgendwo mehr gegenzufahren. Das ist nicht gut. Dass keine Zombies gekommen sind? Oder wirkt das nur so neblig? Ich weiß es nicht. Vielleicht täusche ich mich auch. Gerade nochmal richtig abgebremst. Aber wir müssen ja nicht allzu weit fahren. Oh, scheiße. Okay, wir kamen von hier. Weil da hinten ist die Sperre gewesen. Hey, nicht wirklich intelligent hier lang zu fahren. Aber ich hatte keine andere Wahl. Aber kann ich den Bären überfahren, wenn er nochmal kommt? Nette These. Gekonnt ausgewichen. So. Schauen wir mal, wo unser Haus ist.
Ist ja für die gefühlte Ewigkeit schon so neblig, ne? Ein bisschen Glück kann der Zero auch mal haben. Ich bin sehr froh. Aber ich wollte meine Sachen erstmal abladen mit dem Auto, ne? Ja. Ja, dann müssen wir nochmal zurück. Shit. Ja gut, zum Glück ist das jetzt nicht allzu weit. Aber scheiße. Gibt's doch nicht. Aber wie ich das ver... Nein, oder? Nein, oder? Das kannst du jetzt nicht machen. Was ist das gewesen gerade? Ah, ich habe auch eine Handbremse. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst jetzt, oder? Reifen sind noch dran. Wir gucken mal, alles in Ordnung hier. Ja, wie machen wir das jetzt? Scheiße. Das ist jetzt sehr, sehr ungünstig. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt hängt doch mein Auto fest. Aber, oh, das ist ja gar kein Problem, ne? Wir lassen das Auto einfach hier. Und holen uns. Was ist denn das? Was fliegt da rum? Was ist das denn die ganze Zeit? Ich bin hier gegen gefahren. Ich drehe durch. Vielleicht entferne ich die einfach. Kann ich jetzt fahren? Ansonsten hole ich die Sachen raus und dann hole ich mir ein neues Auto. Da schon wieder! Das ist immer, wenn ich ins Auto einsteige. Soll das irgendwie Atmosphäre scheinen oder so? Alles ist doch scheiße! Das ist doch absoluter Dreck. Ganz ehrlich. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Jetzt habe ich die Räder ausgetauscht, oder? Ich habe die Räder ausgetauscht. Ich fasse es nicht. Fail. Okay. Danke, Auto. Habe ich mein Kanister hier noch drinne? Natürlich habe ich mein Kanister nicht hier drinne. Kann ich mir einen neuen bauen? So echt zum Kotzen, ne? Ja gut, da muss ich wenigstens nicht so viele Sachen mitschleppen. Ist ja auch nicht schlecht. So, da haben wir den Kanister. Kommt ihr erstmal zurück. Okay, ich nehme am besten noch mal ein paar Sachen mit. Also, damit wir nicht mehr so viel schleppen, ein bisschen später. Ich habe ja ein schön großes Inventar, von daher. Okay, wir sind voll. Ja. Dann schnappen wir uns halt ein neues Auto. Habe ich auch kein Problem mit.
20 Liter passen rein. Na gut, wir fahren ja eh hierher, also. So schlimm ist das ja nicht. Ja, stimmt, ich kann das hier auch noch vollpacken, ne? Siehst du mal. Können wir noch ein paar Sachen mitnehmen? Ich dachte, das wäre ein Teppich. So, so und so. Haben wir gleich, wenn wir das Auto zusammengebaut haben, haben wir wieder ein bisschen Platz. Mal gucken, was wir uns heute mal für ein Auto aussuchen. Ist ja nicht alle Tage so, dass man sein Auto schrottet, indem man über einen Baumstamm fährt. Ja, komm, nehmen wir den Scheiß drauf. Hauptsache irgendwas, was läuft. Ein Auto, der wo fährt. Mehr brauchen wir nicht. So. Nein. Kann ich nicht erstmal alles da reinziehen und dann bauen? Jetzt haben wir eine ganze Folge mit dem Scheiß verschwendet. Ich dreh durch. Sorry, es tut mir leid. Ich hab's einfach verkackt. Ich hab's einfach verkackt. Nehmen wir noch eine gute Batterie. So. Einen guten Motor, wir haben nur den einen. Achso. Und der Tag schwindet dahin. Woher habe ich den jetzt? Den hatte ich bei mir zu Hause rumliegen, ne? Stimmt. Okay. Ich kann damit bestimmt das Auto umschubsen. Komm, wollen wir das Auto retten? Ich meine, ich könnte alles wieder zurückpacken, hätten wir unser Auto wieder. Aber nee. Oh Gott, nein, ich mache mein Auto nur kaputt, ne? Stimmt. Sollten wir vielleicht lassen. So. Dann das ganze Zeug hier mal rüber. Ziemlich viel nutzloses Zeug, weil. Hauptsache, unsere Vorräte sind dann zu Hause. Ist immer sogar noch easy, viel Platz. So, ziehen wir uns das alles raus. Holen uns noch den Rest-Benzintank. Füllen damit unser neues Auto. Und dann haben wir knapp 10 Minuten damit verschwendet, ein neues Auto zu holen. Cool. So, den Kanister lassen wir am besten im Auto drin. Dann haben wir nämlich wieder einen Platz gespart. Und können noch ein bisschen was mitnehmen. Wie zum Beispiel die Batterien hier. Und die Flaschen meinetwegen. Und da bist du, Bär. Bald bin ich weg, Bär. Dann kannst du mich mal. So sieht's aus. Wieso habe ich da Metall drin? Hab ich das da reingetan? Ich glaube schon. Na gut. Wir sind voll. Nein, so bin ich. Ich muss echt. Ich muss alles mitnehmen, was geht. Wir haben nämlich noch sehr viel zu schleppen. So, und gib mir noch das Metallstück. So, dann nehme ich hier nämlich noch die Munition mit. Weil das kann ich stacken, oder? Platinen. Haben wir hier schon Nägel? Nein, haben wir nicht. Okay. Ja gut. Dann wollen wir mal. Löst dasselbe Auto. Es ist nie etwas passiert, Freunde. Wir haben nie Scheiße gebaut. Alles ist gut. Ich muss an die Handbremse denken. Wie gut ist die Handbremse? Oh, gar nicht schlecht. Nicht, dass ich hier wieder in ein Auto reindrifte.
Das wäre ein bisschen uncool. Das war close. Fast wäre ich irgendwo reingefahren. Ist ein bisschen blöd, dass ich die Tür nicht offen gelassen habe. Mit noch weniger Platz. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst! Das kannst du nicht machen! Geil. Nehmen wir dieses Auto. Oh, was ist denn los? Nein, das kann mir doch nicht passieren. Noch nicht zweimal in einer Folge. Das geht doch nicht, Zero. Wie stehst denn du jetzt da? Wie der größte Noob aller Zeiten. Nein! Nein! Ich hoffe, die kriegen mich hier nicht drin. Scheiße! Ja, geil. Kann ich hier schlafen? Nein, kann ich hier. Ich kann nicht mal hier schlafen, ey. Das Problem ist, wenn ich jetzt im Auto rumbastel, eigentlich könnte ich jetzt sofort eigentlich die Sachen rausnehmen und das Auto packen und dann losfahren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn ich Teile jetzt auseinanderbaue, ne, dann vergeht ja Zeit. Das heißt, dass hier dann Zombies spawnen, wenn hier irgendwie nichts ist. Ja, Freunde, und ob wir jemals mit einem heilenden Auto zu Hause ankommen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass ich heute so verkackt habe. Haut rein, euer Serum. Tschüss.